du sagst Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute fällt mir das ein bisschen schwer zu vloggen, weil ich mir selbst einen großen Druck mache, ein schönes Video zu machen, mit dem ich selbst zufrieden bin. Und zudem kommt auch noch dazu, dass es ein bisschen eng ist auf 10 Quadratmeter mit 3 Leuten. Also wir zählen unseren Hund als Person. Und das führt zu den ein oder anderen Reibungen und das ist dann manchmal nicht ganz so einfach, das wieder glatt zu bügeln. Also habe ich mir gedacht, spreche ich einfach ein bisschen mit Dialekt, weil wenn ich spreche in Dialekt heute, wird alles ein bisschen einfacher für mich und ihr habt ein bisschen Spaß. Gell? Gehen wir zusammen nach Ronda, gucken mal an. Ist die drittbeliebteste City in ganz Spanien. Los geht's! Ja, von unserem Stellplatz aus laufen wir so ungefähr eine Viertelstunde in die Stadt und auch zu dieser wunderschönen Brücke. Es geht hier allerdings ganz schön berghoch. So ungefähr 120 Meter. Gestern tagsüber war es richtig warm, aber in der Nacht wird es dann doch ganz schön kalt. Wir stehen hier auf 700 Meter Höhe und das merkt man. Also wir mussten schon die Standheizung heute Morgen anmachen. Deswegen tut es jetzt sehr gut, ein bisschen hoch zu klettern und Sonnenstrahlen abzufangen. Wow, wow, wow. Das sieht echt schön aus. Ich habe gelesen, die Brücke ist von 1793 und das ist die neue Brücke. Puente Nueva. Das heißt, es muss auch eine alte Brücke geben, die noch älter ist wie 1793. Bin ich mal gespannt. Vielleicht sehen wir die von da oben. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich ein richtig, kennt ihr das schon, ist ein richtig bekanntes Fotomotiv hier. Also es ist schon schön. Wir schauen uns jetzt die Sehenswürdigkeiten von Ronda an und dann seid ihr beim nächsten Mal super vorbereitet und wisst, was hier zu tun ist. Hinter mir seht ihr Ronda und das ist der eine Teil von Ronda. Das ist die Neustadt quasi und die Brücke verbindet Altstadt mit Neustadt. Also echt ein schönes Motiv und wir haben jetzt Februar und es ist früh morgens und es ist nicht so viel los. Wir waren gestern schon mittags hier, da war schon ordentlich was los. Da war richtig viel los. Ja, ne? Und ich glaube aber auch so zwischen den Monaten April und Oktober ist hier voll, also richtig voll. Deswegen kann ich euch empfehlen, früh aufstehen. Vielleicht nicht bei 30 Grad herkommen. Ja. So Januar, Februar, vielleicht jetzt sogar noch März. Morgens noch richtig kalt, aber gestern um die so Nachmittag, um 2 oder so, ist auch richtig heiß. Da könnte man auch mit T-Shirt dann laufen. Und genau. Nachher muss ich die Teddyjacke, so heißt es. Die Bärchenjacke, Teddyjacke. Ja, Bärchenjacke ist auch süß, ne? Das stimmt wieder eigentlich. So, wir laufen jetzt mal zu einer Kirche, die ist gerade hier um die Ecke. Gleich habe ich ein kleines Attentat auf Melifor. Mal gucken. Mal gucken, wie sie reagiert. Ja, ich bin gespannt, wie du vloggst. Ich warte hier auf dich. Bis gleich. Ja, jetzt habe ich mal die Kamera in der Hand. 4,50 Euro Eintritt und man kann sich aber so ein Audioguide abfotografieren und runterladen. Und dann kann man sich auch hier ein bisschen was erzählen lassen. Mal gucken, was die hier so erzählen. Musik.
hier die ganze Zeit auf Start. Aber irgendwie geht das nicht. Start. Das ist doch Verarsche. Start. Okay, geht nicht. Kann ich mal mein Outfit betrachten? Ja, man kann hier hochlaufen, hat man eine schöne Aussicht über ja, die schöne Landschaft und über die Stadt. Ja, so viel über Geschichte kann ich euch hier gar nicht erzählen. Das ist immer so Davids Ding, sich da über die Städte zu informieren und ein bisschen Geschichtsunterricht zu geben. Aber vielleicht macht er es dann hinterher. Ich dachte, mit diesem Guide hätte ich dann auch ein bisschen ja, mehr erzählen können. Aber funktioniert ja nicht. Also ja, lassen wir heute vielleicht einfach mal die Geschichtsstunde ausfallen. So eine kleine Tür entdeckt. Wo geht's denn hier lang? Ist aber klein. Oh wow, hier ist noch so ein kleiner Balkon. Da kann man noch mal sich die Kirche von hier oben angucken. So, sitze hier noch mal kurz und lass das Ganze noch mal einwirken. Ich bin ja schon ja, gläubisch erzogen worden, habe auch meine Kommunion und meine Firmung gemacht. Aber ja, irgendwie gehe ich gar nicht so gerne. Also ich meine, ich finde die Architektur wunderschön, aber irgendwie finde ich manchmal auch die Atmosphäre so ein bisschen so drückend und ja, so. So Herzschmerz verspürt man, finde ich, oft in so Kirchen, wenn man dann halt auch da den Jesus blutig hängen sieht und so. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Würde mich interessieren. Ja, das war es jetzt von mir hier in der Kirche. Und wir sehen uns draußen wieder. Mal gucken, was die anderen machen. Hier ist ja gar keiner. Wo sind sie? Jo, ich hoffe, das hat Melli ganz gut gemacht. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Und ja, die Kirche befindet sich ja an so einem wunderschönen Platz. Ich schreibe euch mal hin, wie der Platz heißt. Und hier ist auch das Rathaus. Das ist echt schön. Ich glaube, im Sommer ist das so richtig toll hier, wenn es heiß ist und man hat hier überall schattige Plätze. Kann ich mir das richtig schön vorstellen. Wir laufen jetzt weiter und zwar 5 Minuten von hier ist das alte arabische Bad aus dem 13. Jahrhundert. Ja, ich hatte euch erzählt, dass das ja nicht funktioniert hat mit der App. Dann habe ich es David gezeigt und irgendwie hat es dann doch funktioniert. Ich bin jetzt einfach hier so drauf gedrückt und dann ja, hat man quasi hier so einen Guide. Dann kann man da drauf drücken. Und dann kann man sich das beim Betreten der Kirche durch die kleine Tür der Nebensakristei überrascht die Größe des Innenraums. Kann ich mir jetzt im Nachhinein alles ja, machen. Gell. Und dann bin ich auch schlauer. Ja. Aber so ist das halt mit diesen neumodischen Dingern, mit diesen Smartphones. Ja, es ging nicht. Ich glaub dir das. Manchmal ist das halt einfach so. Da geht's halt einfach nicht, ne? Weißt du, was wir hier auf dem Weg zum arabischen Bad gefunden haben? Das ist die alte Brücke. Ach, diese kleine. Ja. Das ist die alte Brücke sozusagen. Ist auch schon krass. Guck mal, hier ist niemand, ne? Weil alle immer nur auf die neue Brücke gehen. Schau mal hier. Siehst du auch die neue Brücke? Da oben.
Die ist ungefähr 30 Meter hoch, auf der wir jetzt gerade stehen, und die neue Brücke ist 120 Meter hoch. Aber wenn ich mir überlege, dass die hier älter wie 230 Jahre alt ist, also ich finde das schon krass, wie weit die früher schon von der Technik und von der Baukunst waren. Und auch gleich im Arabischen Bad, wenn wir das auch gleich sehen, da hatten die früher sogar hydraulische Systeme, um das Wasser von unten aus dem Fluss nach oben zu bringen, zu erwärmen und sich dann da halt zu waschen. Okay, bleibst du hier oder machen wir wieder Schnick, Schnack, Schnuck? Nee, geh du mal rein. Okay. Hier muss man halt für alles zahlen. Piu. Gracias. Schauen wir uns mal das Bad hier an. Mittlerweile schon 800 Jahre alt ist. Krass, guck mal, ey. Haben die Lichtschalter gehabt. Wow. Gar nicht mehr so wirklich vorstellen in unserer Welt, was das für ein Luxus gewesen sein muss, früher hierher zu kommen und heißes Wasser zu haben und zu baden. Wir haben das heute ja alle zu Hause, dass wir eine heiße Dusche haben und eine Badewanne. Aber das muss schon richtig krass gewesen sein. Und ich glaube auch einfach, das ist nicht nur so faszinierend, dass sie das gebaut haben, sondern dass es halt bis heute auch noch steht. Trotz allen Widrigkeiten, die in der Zeit passiert sind. Also unbedingt herkommt, wenn ihr hier seid. Nanusa wird geliebt, ja? Ja, was es halt auch schon sehr, sehr lange gibt und eigentlich wirklich antik ist, ist, dass wir alle Steuern zahlen müssen. Mal mehr und mal weniger. Und früher hätten Melli und ich für so eine Aktion hier einen Steuerberater gebraucht, der uns durch den Dschungel hilft. Heute haben wir SafeDesk und finden das ziemlich cool, denn wir können direkt vom Smartphone aus oder eben auch vom Laptop unsere Buchhaltung erledigen. Und SafeDesk hat ganz viele Videos, die dir erklären, auf was du achten musst, wenn du deine Buchhaltung selber machst. Das alles made in Germany, und ja, wir könnten glücklicher nicht sein, SafeDesk zu benutzen. Falls du auch Lust hast, SafeDesk auszuprobieren, dann hol dir jetzt die kostenlose 14-tägige Probeversion und sicher dir mit unserem Code danach bei einem 2-Jahres-Abschluss ein Jahr kostenlos. Ich würde sagen, das ist sehr, sehr gut und sollte ausprobiert werden, falls du Interesse hast. Und wir gehen jetzt mal weiter. Es gibt hier nämlich noch ein richtig cooles, antikes Haus, in das ich unbedingt rein will. Let's go. Ja, und ich gehe hier alleine rein in die Casa del Rey Moro, das Haus des maurischen Königs. Eins der beeindruckendsten Bauten hier in Ronda. Contarete? Vale. Für die 8 Euro hat man auch direkt einen Audioguide mit dabei. Ja, so hätte ich früher auch ganz gern gewohnt. La Mina, was sie damit wohl meinen? Ja, stellt euch mal vor, ihr wohnt hier und es ist das Jahr 1300. Wasser, dicke Mauern, schöne Aussicht. Schon Luxus pur, würde ich sagen. Und man musste gar kein maurischer König sein, denn angeblich hat der maurische König hier nie gewohnt. Aber wer dieses Haus halt quasi bewohnt hat, hatte Ronda unter Kontrolle, könnte man so sagen. Oh, hier geht's ganz schön tief. Bin echt gespannt, wo ich hier lande. Wohl irgendwie eine Halle, ein Saal der Geheimnisse. Okay, dann erzähle ich euch jetzt mal ein Geheimnis über mich. Und zwar wusstet ihr eigentlich, dass ich glaube, das weiß noch nicht mal Melli. Aber jetzt ist es raus. Es geht ja noch tiefer, tiefer. Wow, ich bin einfach unten in der Schlucht.
schon echt mega, mega schön. Es lohnt sich, die 8 Euro zu bezahlen und sich das Ganze hier anzugucken. Wirklich krass. Ich glaube, jetzt so im Frühjahr oder Sommer sind die hängenden Gärten, die es hier auch gibt, die so von den Mauern runterwachsen, vielleicht auch noch mal ein bisschen bunter, wenn dann alles blüht. Was ich aber faszinierend fand, ist, dass da unten halt die Eingänge, die Torbögen zu dem neuen Raum ziemlich klein waren. Deswegen gucke ich gerade mal, wie klein waren die Menschen eigentlich damals? Ja, also angeblich waren die Leute im frühen Mittelalter 1,70 Meter groß im Durchschnitt, was gar nicht so klein ist. Nochmal zurück zum Thema vom Beginn, dass ich mich manchmal so sehr unter Druck setze. Mir hilft dann immer sehr, und vielleicht hilft das ja einem anderen von euch auch, mir einfach bewusst zu machen, dass das alles nicht so wichtig ist und dass ich mich da selbst nicht so wichtig nehmen sollte. Und ich höre dann ganz gerne irgendwie Musik, welchem Dialekt, ne? Weil dann kann ich babble, was ich will, und dann kommt schon die gute Laune von ganz alleine. Und wenn das auch nicht hilft, ja, dann fange ich halt an zu jonglieren. Und somit setze ich meinen Fokus auf irgendwas anderes, aber nicht auf meine Unzufriedenheit. Und zack, ist sie weg. Welche Tipps habt ihr denn, wenn es euch irgendwie so alles zu viel wird? Was macht ihr dann? Würde mich gerne mal interessieren. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht ist ja das eine oder andere dabei, was ich übernehmen kann. Und jetzt bin ich fertig hier mit dem Häuschen. Oh, ich glaube, da habe ich gerade Nusa-Bellen hören. Ich gehe nämlich mal zurück zu meinen zwei Mädels und dann zeigen wir euch, was es hier noch so zu sehen gibt. Aha, da habe ich doch richtig gehört. Guck mal, Nusa. Na, was hast du so gemacht? Wir haben hier in der Sonne entspannt. Wir lag hier. Das ist richtig toll gemacht. Toll hast du das gemacht, ne? Fein, Nusi. Ein bisschen ausgeruht, ne? Hast du jetzt auch Hunger? Ja. Ich auch. Komm, wir gehen mal was essen. Ja. Wir haben gegenüber von Casa del Rey Moro, in dem wir gerade waren, sind diese, ja, so eine kleine Parkanlage, so ein Jardin. Und da kann man jetzt auch ganz gut die hängenden Gärten zum Beispiel sehen. Und hat sowieso auch nochmal eine richtig schöne Sicht auf die andere Seite. Auch von hier aus sieht man beide Brücken und die Schlucht. Also Ronda ist nichts für Leute, die schnell aus Atem sind, oder? Doch, man muss halt ein paar Pausen einlegen. Ein paar viele, weil du läufst ja ständig hoch und runter. Es hält auf jeden Fall aber fit. Es hält fit. Eine Woche hier in Ronda ist ein echt gutes Trainingslager. Ja. Wow. Ja, 12 Euro das Ganze. Also so kleine Vorspeisen, aber nicht okay, kann man nichts sagen, dass wir in Ronda sind. Ja. Das ist echt lecker, in Ordnung. Ne? Ja. Jetzt sind wir gestärkt und haben auch gute Musik auf die Ohren gekriegt, sind jetzt nochmal richtig im Spanien-Feeling. Und jetzt geht's nochmal zur Arena, für die Ronda bekannt ist, und zur Brücke, für die Ronda auch bekannt ist. Die Brücke, für die Ronda so bekannt ist. Und ich muss auch sagen, zu Recht, ne? Schon? Ja, die ist schon sehr faszinierend. Schon sehr, sehr cool. Schönes Bauwerk. Mhm. Auch so über die Schlucht und so, das passt einfach so gut rein. Sieht einfach toll aus. Ja, und ist das eine Altstadt eigentlich? Ja. Wo wir jetzt waren? Also da ist auf jeden Fall da hinten, wo sich die ganzen Sehenswürdigkeiten befinden. Ist auch richtig schön, tollen Gassen und Tapas-Bars. Dann gibt es aber noch mal so eine Hauptstraße mit so ganz vielen Läden. Ja, so eine Fußgängerzone, ne? Ja, die ist halt weniger schön, außer man will jetzt shoppen, aber würde ich jetzt nicht raten, hierher zum Shoppen zu kommen. Aber sonst sehr schön. Ja, wirklich. Absolute Empfehlung. Zu Recht ist Ronda die drittmeistbesuchte Stadt in ganz Spanien. Und wir haben jetzt zu der Jahreszeit trotzdem halt mega gutes Wetter und sehr wenig Tourismus. Trotzdem, ich denke, im Sommer sieht das Ganze noch mal ganz anders aus hier. Ja, genau. Jetzt haben wir bezahlt 9 Euro, 17 Euro für Eintritte und 12 Euro für Tapas, also knappe 30 Euro für zwei Personen. Ist gut, genau, würde ich sagen. Genau, hier kostenlose Plätze über Park for Night. Ja, und somit kann man sich das schön mal gönnen, würde ich sagen, wenn man hier in der Nähe ist oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall etwas, wo ich hinfahren würde,
Im Gegensatz zu Gibraltar, da würde ich jetzt nicht extra hinfahren. Aber das habt ihr im letzten Video gesehen. Und wir laufen jetzt mal zurück in unseren kleinen Camper. Ich freue mich auf zu Hause. Wir waren jetzt auch wieder echt 4 Stunden oder 5 unterwegs. Ja, 5 Stunden sind wir jetzt unterwegs. Ganz schnell. Ja, und jetzt werden wir uns noch was Kleines zu essen machen. Und ich würde sagen, auf dem Weg da unten gucken wir uns nochmal die Brücke von einer anderen Perspektive an. Und dann geht's ins Auto. Dann sehen wir uns da wieder. Guck mal, wir haben neue Nachbarn. Hola! Hello! Hello! Hallo! Warte! Mensch, ihr wart aber schnell in Portugal. Gell? Schon wieder zurück. Hallo, Nusa. Seid ihr hier? Ja, Nusa fühlt sich wohl bei unseren Nachbarn. Das sind übrigens Ronny und Xenia. Ja, die haben wir kennengelernt an einem Stellplatz in Tarifa, an der Landebahn. Habt ihr gesehen im letzten Video, aber ich habe dann aufgehört zu vloggen und dann haben wir sie kennengelernt. Und eigentlich wollten die nach Portugal, aber jetzt sind sie doch hier, ne? Habt ihr euch verfahren? Ja. Ja, verfahren. Ja, ich meine, Portugal ist nicht so einfach zu finden, ne? Ah, super fein. Mal, wie sie da sitzen. Hey, wenn's lecker nicht stimmt. Das finde ich krass, also, dass er bei ihr nichts tut, wenn mir die Leber... Ja, ne? Das dachte ich auch gerade. Ja, ne? Stimmt. Habe ich es gar nicht gedacht, aber... Gestern also gar nicht dran gedacht. Ja, ist okay. Oh. Hier seid mir welche, ne? Rein. Super! Tschüss, Freunde, das war ganz schön anstrengend. Bis später. Hola, hola. Wir haben uns gestern nicht mehr gemeldet, weil, ja, was soll ich sagen? Oder wie soll ich sagen? Es war ein bisschen deprimierend. Ich habe mir nämlich die Videos angeguckt, die wir in Ronda gefilmt haben. Und wir haben uns richtig viel Mühe gegeben und haben jetzt auch ein neues Mikrofon. Habt ihr auch schon mitgekriegt. Jetzt nutze ich das Mikrofon der Kamera, denn unser neues Mikrofon hat ständig irgendwelche Geräusche gemacht. Also, super nervig. Und es hat gestern echt lange gedauert, um herauszufinden, ob ich das überhaupt fixen kann oder ob die ganzen Aufnahmen für die Tonne sind. Und deswegen haben wir uns gestern nicht gemeldet. Aber wir haben jetzt was für euch. Und zwar Nusa und ich, wir haben was Kleines einstudiert. Das wollen wir euch mal zeigen. Hi. Hopp, hopp. Komm, Nusa. Lass uns zusammen singen. Jetzt macht sie auch nicht mit. Es geht darum, wenn ich spiele. Ne? Wir zwei, wir singen halt ein bisschen. Ja, das war eine kurze kleine Vorstellung von Nus Bertha und X David. Wir packen jetzt hier alles zusammen und werden Ronda verlassen. Es war richtig schön hier, aber wir müssen einmal duschen. Dann wollen wir noch ein bisschen Wasser auffüllen und uns ein bisschen Obst kaufen. Und dann fahren wir weiter im Landesinneren zu einem Platz, wo wir noch gar nicht wissen, wo wir landen werden, aber wir zeigen euch das. Also, würde ich mal sagen, let's go. Hier rechts, hier. Ne? Ja, ist doch super. Können wir direkt aus dem Auto unter die Dusche springen. Ach, lieber hier vorne, wo so nicht, wo hier gestrichelt ist. Nicht ja, mach da, wo ich. Durchgängig ist. Wird gemacht, Chefin. Auf geht's. Dusche, Dusche, Dusche. Magst du raus? Das ist cool, ne? Ja, mega.
Oh, da kommt schon der Nächste. So, wir sind jetzt hier angekommen in Mias. Oder in der Nähe von Mias, auf einem schönen Stellplatz. Das ist eine richtig schöne Aussicht. Ja. Wir sind fast alleine. Ist echt schön. Und ja, dann würde ich mal sagen, nächste Woche geht's weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.